Hallo Freunde des Sky YouTube Sports, willkommen zurück zum großen Qualifying von, was war das jetzt? Bahrain. Ja, und damit geht das Wort an Camillo. Jo, wir sind beim kurzen Qualifying. Und dann wollen wir doch auch gleich mal gucken. Ausfahrt. Genau. Bevor es gleich voll wird, machen wir lieber die ersten Dings und können uns hinterher zurücklehnen. Deswegen, ich werde auch nicht viele Runden fahren, damit mir die Reifen nicht beim Rennen wieder... Nein, nicht erst... Oh! Wie geht das denn? Ja, das frage ich mich gerade auch. Das ist sehr merkwürdig. Ich werde jetzt aber, glaube ich, erstmal ein bisschen langsam fahren, damit ich da ein bisschen Abstand kriege. Ja, das solltest du. Damit wir uns die Zeit nicht kaputt machen. Genau, damit ich meine 1,33 fahren kann. Wie immer auch immer er das angestellt hat, ey. Na... Hellste Sonnenschein, Alter. Erstmal die Reifen ein bisschen warm machen. Lalala. So, das reicht. Bremstest machen, alles klar. Bremsen funktionieren auch. Ja, das reicht. Mal gucken, ob das geht mit zwei Runden, also beziehungsweise eine Einführungsrunde und einer schnellen Runde, ob das reicht für eine gute Zeit. Wollen wir es hoffen, Alter, wollen wir es hoffen, ey. Damit man die Reifen noch lange mitnehmen kann. Ja, erstens das, weil man sonst das fettige Benzin nicht mehr reicht, um in die Boxengasse zu fahren, außer mit 80 oder 120 ja. Oder was das ist. Wow, 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 man sieht ja gar nicht, Alter. So schlimm mit der Sonne. Achtung. Oh. Hier habe ich einen Abgang gemacht. Ich sehe schon. Oh, Scheiße, bitte schön. Das ist mein ganzer Vorsprung für die Katz. Aber ist ja egal. Also mein ganzer Platz, meine ich. Ja. Aber Virus macht das ganz gut. Er schaltet sich selber aus. Halt doch endlich mal dein hässliches Mundwerk. Ja, ich sag ja schon nichts mehr. Ich konzentriere mich jetzt auf meine Runde. Erste Kurve versaut. Ich bin diesmal nicht so schnell irgendwie. Treibstoff niedrig, dir geht das Benzin aus. Du musst innerhalb von zwei Runden an die Box. Die Zeit wird nicht toll. Hallo Eriksen. Wollen wir noch mal gucken. Das ist die bislang schnellste Runde. Ja, war klar, dass dann. Oh. Ist egal. Hauptsache, ich schaff's jetzt ohne kaputten irgendwas ins Ziel und dann passt das. Oh ja. Mir geht's Benzin, Alter. Ich werde es wahrscheinlich gleich nicht mehr ganz so schnell ins Ziel schaffen. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ja, das Benzin soll ja auch nicht noch für eine weitere Runde reichen. Meister.
So, dann wollen wir noch mal gucken. Ach komm. Wir sind auf P2 nice. Gefallen. Nein, ich wollte das nicht riskieren. Ich wollte eigentlich jetzt noch mal fahren. Vielleicht kriege ich jetzt noch mal eine gute Runde, aber da habe ich gesagt, nee, bevor du gleich lieber fährst du rein und das ist fertig. Ja, reicht, wenn einer von uns beiden jetzt gleich hier über die Strecke tuckert. Und zwar genau jetzt. Da hat er wieder eine ganze Runde, wo er jetzt da rumdümpelt, wie so ein Frosch ohne Krücken, ey. Ja, Frosch fast. Mit Krücken, meine ich. Fast eine ganze Runde. Die ganze Runde. Bist jetzt gerade erst durchs Ziel gefahren. Ja, ich habe ja fast schon wieder die Hälfte. Ja. Oh, Herr Kaiser. So, endlich mal. So, und der kam nur mit 1,33. Oh, mein Hundertstel, du Lump. Naja. Ah, im dritten Sektor warst du schneller. Alter Verwalter. Junge. Ja. Guck mal da mal rein. Guck mal, der kriecht da. Hey. Wow, ich brauche nicht bremsen für die Kurve. Nee. Und ich krieg noch DRS. Mal gucken, was das bringt. 1 km/h, wow. Vor allen Dingen, hier geht es ja gleich noch berghoch, da werde ich so arschlangsam. Dann können wir uns noch ein bisschen hier die Tribüne angucken. Auch guckt euch an, wie schön die ist. Mit den ganzen Leutjes und... Guck mal, hier vorne steht ein Bulli und da stehen die Streckenposten. Ja, der... Zeitziehentour mit Camillo. Ja, die sind jetzt alle einigermaßen fertig mit ihren Zeiten. Nur die zwei, vier, nee, die vier, die noch draußen sind. Grosjean, Alonso und Stroll, die haben noch keine Zeit. Welcher Vogel ist mir denn da hinten reingeböllert? Am Arsch von Session disqualifiziert. Ich wollte nur drehen. Muss ich jetzt dann als letzter starten oder was? Ey, das gibt's doch nicht, nur weil dieser Vollidiot hinten reingefahren ist. Das gibt's doch nicht. Das kann's doch nicht sein. Nur weil diese Pissnelke mir hinten reingeböllert ist. Warum bin ich denn nicht durchsichtig geworden wie sonst? Das gibt's doch nicht. Das kann's doch echt nicht sein. Und deswegen muss ich jetzt vom letzten Platz starten, oder was? Also, ich glaube nicht. Du bist disqualifiziert. Ja, das heißt, ich muss vom letzten Platz starten. Obwohl ich Erster war. Nur weil diese Pissnelke mir hinten reingeböllert ist. Ja, der Bottas hat noch keine Zeit. Hülkenberg, Massa, Stroll, Alonso und der Grosjean. Alle brauchen noch Zeit. Nye. Also Entschuldigung, das ist das Spiel, weiß nicht was dafür, das gibt's doch nicht. Tja, lieber Daniel, das ist scheiße, das tut mir auch recht herzlich leid jetzt mal. Dann dreht der Vogel mich und weil ich dann nicht zurückfahren kann und vorne rum musste, wurde ich dann disqualifiziert, weil ich in die falsche Richtung fahre, oder was? Also, das wünscht man natürlich keinem, das ist Kacke. Ja, wollen wir denn jetzt, bist du schon drinne? Nee, noch nicht, ne? Ja, ich wurde ja disqualifiziert, ich kann ja eh nicht mehr fahren. Ja, sollen wir jetzt ins Rennen rübergehen oder was? Oder wie? No, können wir machen, ist mir jetzt auch egal. Oh, Session, beende die Session, ne? War das? Ja, gut, Freunde, dann sehen wir uns gleich im Rennen. Bis ja, gleich. Tun wir. Wir nächstes zum Rennwochenende zum Rennen von Bahrain. Also Leute, tschüss.